Morgen, morgen, Mensch mit Garz. Da sind wir natürlich wieder in dem Potato, unsere Killerkartoffel. Letztes Mal haben wir den Schreihals geknackt. Diesmal ist der Tausendsasser dran. 20% extra Schaden hat er und ich kann bis zu 12 Waffen ausrüsten. Geil. Minus 5% für jede Waffe. Das stimmt, das habe ich irgendwann früher mal schon mal gelesen. Ja, ich gucke mir das ja immer nicht an vorher. Cool. Das wird interessant. Auch für euch erstmal das Intro. So, noch ein Stück getrunken. Ja, zumindest eine ordentliche Reihe an Waffen zur Auswahl. Machen wir den als Schusswaffentyp spielen? Oder machen wir den mit ganz vielen Nahkampfwaffen, dass kein Mensch mehr rankommt? Das habe ich noch nicht so oft gespielt, hier so mit Knüppeln. Alter, plus 4 Schaden für jedes weitere Exemplar von Stock. Mal vor, du würdest mit dem 12 aufgerüstete Stöcke hinkriegen. Ach, so ein Quatsch. Fangen wir klassisch an mit einer Laserwaffe oder einer MP oder sowas. Die MP ist halt oder schon. Nee, ich glaube, eine MP ist vielleicht ganz. Armbrust habe ich auch noch nicht so richtig ausprobiert. Ach Gott, ich weiß es nicht. Die Auswahl ist mittlerweile zu groß. Einfach nur Pistolen, so ganz klassisch. Nochmal hier die. Naja, nee, wenn man zu viele Waffen hat, ist das nachher kacke mit der hier, glaube ich. Da ist das jetzt schon fast besser. Warte mal, wo ist denn hier. Gibt es hier Klinge? 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 Nicht so richtig. Mittelalter, da könnte man mit der Armbrust und dem Schwert, aber ich weiß nicht, wie viele Waffen es noch vom Mittelalter gibt. Der Speer ist hit anscheinend nicht jetzt Mittelalter, weil der zu primitiv ist. Oder schon vorne eine Eisenspitze hat. Naja, okay. Ich nehme mal die Armbrust, komm. Haben wir noch nicht gehabt, wir nehmen die Armbrust. Und wie fröhlich er aussieht. Wie süß. Jetzt noch, bevor er irgendwie noch 1000 Sachen im Gesicht hat. Cool, dass man sieht richtig, wenn die Armbrust nachgeladen hat. Der lädt aber die Armbrust schnell nach. Ist total unrealistisch. Das Spiel fällt mir nicht. Oh Mann. Ich schieße ein bisschen langsam mit der Armbrust. Kriegt man ja keine Erfahrung zusammen. Präzision und Mittelalter. Dann nehmen wir doch das Messer noch als Präzision dazu. Und gucken wirklich Präzision und Mittelalter zusammenzukriegen. Und vielleicht. Noch irgendwas anderes? Was haben wir denn? Dann hätten wir Rüstung und Crit. Rüstung und Crit. Waffen brauche ich. Waffen. Primitiv elementar. Wir machen mal weiter. Wir haben zumindest schon mal 3 Waffen. 2 zum Abstechen, eine zum Schießen. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Ich weiß gar nicht, warum ich bewege. Lohnt sich auch nicht. Komm noch zu mir. Außer wenn ich immer so ein bisschen einsammeln will. Dafür, ist, oh, dafür sind so zu wenig Gegner gerade. Bin schon gar nicht mehr gewohnt. So. Ach. Frage ist ja immer, was nimmt man hier? Was nimmt man? Machen wir mal so einen fetten Ritter mit dicker Rüstung? Der unsterblich denn gefühlt ist? Mit Nahkampfwaffen? Oder geben denen einfach Glück? Die ganze Zeit Glück? Dafür machen wir einen Nahkampf. Präzision habt ihr wieder, dann nehmen wir noch das mit und das auch. Waffen kann man nie noch haben. Kann ich mir leider nicht mehr leisten. Was sind hier 12 Waffen hin? Scrollt denn runter oder geht das hier weiter oder geht das noch bis hier hinten? Bin mal gespannt, wie das aussieht. Und vor allem, wenn die ganzen Waffen da im Bildschirm gleich hängen werden. Das wird witzig. Bin ich mir sicher. Ich meine, am Anfang, wo ich das erste Mal, glaube ich, die Demo spielte, habe ich gedacht, was? Der kann mehr als 2 Waffen tragen? 6? Was zur Hölle? So ungefähr. Und jetzt ist es ja schon so Richtung, er kann 12 tragen. Was? Wo sollen die noch hin? Denn erkenne ich doch meinen eigenen Charakter nicht mehr, oder?
Ich habe nur noch Waffen im Gesicht. Dann weiß ich auch gar nicht, wann ich die denn anfange zu kombinieren. Ich muss ja theoretisch fast keine Items kaufen, sondern nur noch Waffen. Natürlich kriege ich mal wieder standardmäßig nichts bei, was ich haben will. Gut, wenn ich relativ viel Waffen kaufen will, dann nehmen wir vielleicht die Ernte. Der Schraubenschlüssel will ich aber nicht, das ist für mich keine richtige Waffe. Also klar, ich will jetzt aber nicht auch noch die Schützerin basteln. Mehr Erfahrung zu gewinnen, das klingt erstmal nach einer Idee. Noch ein bisschen mehr Glück. Weiß nicht. Das ist halt Schusswaffe. Das ist jetzt die Präzision und Mittelalter. Ach Mann. Gib mir doch mal Waffen. Was soll denn das? Ich brauche hier sowas. Den speichern wir uns. Ach komm. Ich will einfach sehen, wie ich mit mehr als 6 Waffen aussieht. Es gibt mir genug Waffen. Oh, der greift noch so langsam an. Ich bin schon gar nicht gewohnt, dass die Leute so schwach und lächerlich sind. Ja, das funktioniert gut. Die Messer da, die schnetzeln einfach alles weg. Ah, scheiße. Ja, ist gerade noch zu einfach. Wie gesagt, beim letzten Mal hatten wir doch den Schreihals. Da war so viel los, ey. Da war ich völlig angestrengt und hab danach aufgehört, ey. So, wir haben hier mehr Reichweite, mehr Schaden, mehr Lebenspunkte. Alles nicht so geil. Hier ist Rüstung. Ich wollte ja eigentlich auf Rüstung gehen, aber Ernte ist auch nicht verkehrt. Wir nehmen die Ernte. Angriffstempo, weil der so lahmartig zuschlägt, ist ja... Oh, Schuriken, Präzisionswaffe. Jetzt haben wir zumindest schon mal 6. Ne, die Hand will ich nicht haben. Ich überlege aber gerade, ob ich den Kaffee noch mitnehme. Minus 10% Schaden haben wir jetzt schon. Wieso denn das? Für jede Waffe, die du besitzt. Dann habe ich erst so wenig... Also ich müsste jetzt minus 30% haben. Habe ich schon so viel Plus oder was? Das wollen wir haben. Der Rest ist... den kann haben, wer will. Den Rest kann haben, wer will. Es sieht lustig aus mit der roten Hose und den Dampf im Kopf so ein bisschen. Sieht halt jedes Mal anders aus, weil die Gegenstände immer in andere Reihenfolge kommen und sich immer anders entscheidet. Immer rumprobiert. Das ist einfach sehr, sehr witzig. Das hat so ein... Also das Spiel könnte für mich, wenn man... Ich fühle, wenn man jeden Charakter oder so hat, nochmal so einen kleinen Editor drin haben, wo man sich... Oder... Einfach irgendwie freischalten, sage ich jetzt mal so. Dass man einfach die ganzen Sachen, also dass man sich einen eigenen Charakter erstellen kann und den als Avatar oder so nutzen könnte. Ohne denn die Waffen natürlich in der Hand, sondern einfach nur der Körper sozusagen, der Kopf, der laufende Kopf. nö, will ich nicht. Da haben wir Rüstung, die nehme ich mit. Den Itempreis senken wir mal. Oh, nochmal Schuriken, das sieht gut aus. Rüstung wollen wir jetzt nicht senken. Was haben wir hier noch? Ah, hier können wir nochmal Rüstung nehmen, statt Schaden. Dann mache ich ja noch weniger Schaden. Hier habe ich auch weniger Schaden. Gut, aber weniger Schaden, wenn man halt schneller angreift, gleicht sich auch irgendwie wieder aus. Man muss sich nicht nur schön genug reden. Wie das aussieht, ey. Die Schuriken sind eigentlich nur geil, wenn ich noch kritisch mit reinbasteln würde. Oder? Naja, ein bisschen prallen sie auch so an. Theoretisch muss man sich für jeden Charakter so eine Prioritätenliste machen. Der braucht das als erstes, das als zweites, das als drittes. Und wenn es das alles nicht gibt, dann nix. Aber ansonsten immer noch das und das und das. Das wird schick. Wenn alle weggeschnetzelt bisher. Ist noch nicht ganz so anstrengend. Ist doch an der Anfangswellen. Ist nicht so schlimm bisher. Was haben wir denn hier? Mehr Schaden. Oder Rüstung. Wir müssen den Minusschaden ein bisschen ausgleichen. Tempo ist aber in lila geil. Reichweite bin ich schon im Minus. Na, dann machen wir doch das Ausgleichen mit dem da gleich. Ja. Mehr Amt, das verdient wirklich nicht verkehrt, denke ich mal.
könnte was werden. Diese Waffenvielfalt ist einfach geil. Die Frage ist, wenn die Waffen nachher alle zu schwach werden, ist natürlich scheiße. Wenn ich hier wieder zusammen mache, habe ich ja keine 12 Waffen mehr. Ich weiß halt gerade nicht, ob das so ein Vorteil ist, 12 Waffen zu haben. Ja, man kann irgendwie... ich habe gleich gar keine Waffen mehr, wenn ich gleich tot bin. Noch 17 Sekunden dafür. Ach du Scheiße. Angstmodus. Ja klar, da packt eine Kiste drin, Mann. Nichts zu heilen. Heilen ist nur in der Mitte, natürlich. Oh Gott. Könnte eine kurze Folge werden. Scheiße. Scheiße, war das eklig. Wir machen die Reichweite ein bisschen ausgleichen. Spawnen mehr Bäume. Hier nochmal Reichweite. Hier machen wir... Nehmen wir das mit? Eine Waffe mehr. Für jeden 18 Gegner. Kriege ich doch mit der Waffe eh nicht hin. Nee, komm. Hier ist das gleiche Problem. Nee, noch mehr Bäume. Einfach nur noch Bäume. Brauche aber das, dass die Bäume mit einmal kaputt gehen. Ach doch, habe ich ja schon. Bin ich absolut der Holzfäller. Weniger ausweichen. Versteckt der Rest. Können wir uns mal speichern. Hier auch. Können wir uns auch speichern. Nee, können wir auch einfach. Nee, brauchen wir nicht speichern. Mal, wie sieht's denn aus? Minus 10% Schaden nur. Okay. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich die Waffen jetzt mal langsam anfangen sollte zu kombinieren. Warte, die Schuriken. Vielleicht doch nur ein oder zwei und der Rest macht halt diesen Kleinkram überall angreifen. Ein bisschen Sammelreichweite wäre jetzt auch nochmal was Feines. Die einfach nicht sterben. Sie einfach nur dastehen, nicht verrecken. Oh, jetzt kommt doch mal um. Ist ja nicht normal. Oh, fuck, fast nur gestorben an den drei Großen. Puh, dann ist er immer schon ein bisschen konzentrierter. Elementar, nee, will ich nicht. Rüstung will ich jetzt haben. Wir nehmen die Legierung mit. Der Rest ist... Na komm. Jetzt sowieso hätten und mir nichts kaufen können. Perfekt. Quatsch, ey. Jetzt habe ich wieder keine Waffen zusammengepackt. Ach komm, Mann. Ich lasse mich aber auch mal ablenken. Kaum ist man beim Gegenstände angucken, will man loslegen. Aber viel Zeug hier drin, meine Güte. Level 11. Ich hab doch gar nichts, dass mehr Gegner sind. Ich bin ja hier nicht der Schreier. Jetzt, warum sind das so viele Gegner? Dann liegt das nur daran, weil ich sie nicht tot kriege. Oh fuck, Mann. Ich habe halt auch nicht diese geile Lebensregeneration wie beim letzten Mal. Aua. Aua. Ja, ich muss nochmal die Seite wechseln. Aua. Essen. Was essen? Oh Mann! Nur wenn ich mich heile, kriege ich gleich wieder auf den Sack. Ich brauche mehr Fernkampfwaffen. Ich muss die ganze Zeit so nah an den Gegnern rumrennen, oder? Angriffstempo, oder? Ja. Kritische Rüstung. So, warte mal. Wir stecken jetzt hier mal ein bisschen was zusammen. Ne, die habe ich, dafür habe ich nicht noch einen weiteren. Jetzt habe ich wieder nur 6 Waffen. Aber guck mal, mein Schadensminus ist weg. Weil ich jetzt nicht mehr so viel Waffen habe. Kreissäge. Komm, die packen wir noch dazu als Klinge. Haben wir schon Klinge? Medizinisch haben wir auch nicht. Hat Lebensentzug im Nahkampf. Schubkarre gibt noch mehr Ernte. Einrüstung weniger. Damit kann ich, glaube ich, leben. Das können wir auch mitnehmen. Ja, ich nehme einfach die Kreissäge mal mit. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht getestet. Muss man auch mal ausprobieren, oder? So, hier sind zwar alles voller Waffen, aber ich finde gerade keine geil davon. Allerdings habe ich auch Angst, dass ich abnipple. Also kaufe ich mir jetzt einfach die zwei blauen und gucke, wie viel Waffen ich habe.
Warte mal, kurz mal nachgucken. Minus 15% Schaden jetzt. So. Dude, ich habe ein hohes Angriffstempo, dann mache ich halt auch den Schaden wieder reinholen, den ich dadurch quasi abgezogen kriege. Ah, so funktioniert das, glaube ich. Immer im Kreis. Heilungen finden. Und die Mitte einfach meiden. Das war mehr eine Überlebensstrategie als wirklich eine offensive Taktik, aber dann ist es halt diesmal nicht so effektiv. Vielleicht kriege ich den ja noch irgendwie modifiziert. Ich habe halt auch nur 23 Treffer. Wie viel Schaden machen die denn eigentlich jetzt? Und meine Rüstung ist doch jetzt gar nicht so kacke. 94 Erfahrung, die ich nicht eingesammelt habe, quasi, und dadurch jetzt dazu kriege. Noch mehr Rüstung. Was haben wir dann? Nummer 11. Wolfshelm sieht cool aus. Technik hab ich eh nicht. Glück ist geil. Elementarschaden halt. Dann ist der Dolch nochmal ein bisschen zackiger. Komm, das kombinieren wir mit der Kreissäge. Dann kombinieren wir sogar die Kreissäge auch noch. Und gucken, dass ich nochmal einen Schuriken kriege, habe ich ja oft. Ach man, spawnt ein kleiner Kerl, ja. Das will ich alles nicht haben. Ich will Schuriken haben. Den da will ich haben. Aber am besten nochmal in Sonnenfarbe. Damit ich das alles zusammen kombinieren kann. Weniger Gegner, mehr Ernte. Ach nee. Nee, so ist schon okay. Hätte er diese Waffenvielfalt. Der Wolfskopf sieht cool aus. Man kriegt die einfach nicht tot mit der schwachen Waffenkombination. Das ist halt einfach nur die Masse an Waffen, die ich habe. Das wieder auf den rein hat. Der stirbt einfach erst, wenn ich jede Waffe schon zwei, dreimal reingeprügelt habe. Aua. Aua. Die bin nicht mehr tot, ey. Lass mich in Ruhe. Geht doch weg. Ja, verschwindet. Lass mich einfach in Ruhe. Weg hier mit euch. Lass mich in Ruhe. Alles in die Ecke getrieben und keine Sprengwaffe gehabt. Keine Waffe, die mal so richtig Pain für die Gegner ist. Zerfetzen, da ist es, was ich letztes Mal, glaube ich, freischalten. Ja, doch, habe ich letztes Mal freischalten. Chance, dass Gegner explodieren, aber man nimmt das ordentlich Ernte weg. Nehme ich trotzdem mal mit. Fernkampfschaden. Machen wir. Ich habe zwar mehr Nahkampfwaffen als Fernkampf. Wobei ich immer noch nicht weiß, was der Schuriken zählt. Den kaufen wir uns aber trotzdem. Gucken wir mal weiter. Ja, die Demo nehmen wir mit. Reichweite, wie hoch ist sie? Bei 1. Ja, dann ist sie halt so niedrig wieder. Aber ich mache halt mehr Schaden. Ich bin ja minus 20, Mann. Kann man nochmal was kombinieren? Die zwei Schuriken können wir kombinieren. Super, wir sind bloß noch minus 3. Wie viele Waffen habe ich jetzt? 9 von 12. Okay. Gut, man hat den Vorteil, man ist nicht so limitiert beim Auswählen und kann dann einfach, ich sag mal, wenn die Waffe theoretisch auf grau, blau und lila ist und oder dass du sie nicht auf rot kriegst, weil dir irgendeine Farbe zwischen dir fehlt oder so, dann kann man das ja jetzt einfach tragen, weil 12 Waffen ist ja, da hat man ja genug Platz. Es ist nicht mehr so dieses, oh, ich habe 3 Waffen und die eine kriege ich jetzt nicht aufgewertet, weil ich die andere ja schon habe und noch eine bräuchte und so eine Kacke. Lass mich mal durch hier. Brauchen wir nochmal Heilung. Da sind echt viele Bäume rum. Also das muss ich jetzt mal sagen. Jetzt fällt mir das erstmal auf, wenn man einmal durch die Mitte läuft, wie viele Bäume hier auf der Karte sind. Ich habe noch gar nicht richtig realisiert, wie diese Kreissäge, wie gut die ist. Was sie reißt. Sammelreichweite, ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So die Reichweite einfach nehmen, aber wir nehmen die Rüstung. Und noch mehr Rüstung.
Und noch mehr Rüstung. Boah. Ich ernte. Holy shit. Was zur Hölle? Den speichern wir uns mal. Wir haben ja immerhin noch ein paar Wellen vor uns. Und wenn das jedes Mal 40 Punkte nochmal gibt, dann haben wir ja noch 800 dafür. Das ist ja ein guter Plus. Ich würde minus 8% Schaden. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Zu wenig Treffer für manche Sachen. Traue ich mich immer gar nicht zu nehmen. Wir machen weiter. Die manche Waffen kommen doch gar nicht zum Einsatz, oder? Die Faust? Oh doch, jetzt. So, wie heißt die genau? Packt einfach nur so einmal drauf, oder was? Ich dachte, die hat ein bisschen geileren Effekt oder so noch. Scheiße, sind das viele. Mal in die Ecke drängen lassen. Ein bisschen ausprobiert, wie weit die rankommen, ob ich die überhaupt noch Schaden mache. Als diese panzerten Köpfe hier. Wenn noch der dicke Panzer da mit drin. Ach, der Vorteil ist, dass ich relativ viel aushalte, weil meine Rüstung so hoch ist. Ich wollte eigentlich einen Ritter draus basteln, aber ich kriege halt kein Ritterschwert. Ich weiß gar nicht, was es noch so gab als Mittelalterwaffe hier. Oder ob man die alles alle freigespielt? Oh, mit halbem Treffer. Rücken, mehr ausweichen. Ja, komm, machen wir. Den Traktor kaufen wir uns jetzt einfach. Hier haben wir nochmal das. Noch weniger Glück. Nahkampfschaden und EP gewinnen. Na komm. Wollen wir nicht nochmal neu machen? Machen wir so weiter. Halle 14. Alles weg, Matzen. Ja, alles weg. Wir sind einfach weg. Direkt da, ihr Schweine, verreckt. Wunderschön, wie sie alle verrecken. Langsam wird's unangenehm. Echt unangenehm. Diese 2500 Kugeln, die hier rumfliegen, die killen mich, glaube ich, jetzt. Ja. Es war einfach viel zu viel. Ah, ich weiß gar nicht. Ist schon geil, so viel Waffen tragen zu dürfen, aber da muss man trotzdem irgendwie ein anderes Maß finden. Ein bisschen. Das war noch nicht so richtig. Da irgendwie. Ich habe nachher ja einfach nur Waffen genommen, damit ich welche habe, aber. So richtig auf irgendwas spezialisiert habe ich mich, glaube ich, nicht so hundertprozentig. Na gut, war sowas wert. Trotzdem hat für mehr Laune gemacht. Gucken wir mal als nächstes angehen. Drum, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.